So, heute wieder mal ein Kopf war mit dem Ocean Hooker 68. Ein extrem schöner Kopf. Und ja, ich werde mir heute darin den Somodry Sahara bauen. Das ist gerade etwas hell für euch. Moment, so, jetzt solltet ihr es sehen. Auch ein extrem leckerer Tabak, wisst ihr unterdessen, die Dose sieht auch schon etwas verranzt aus, aber das macht ja nichts. Ich werde heute den Ocean 68 mit dem Lotus 2 rauchen. Der Setzer passt hier perfekt drauf. Und ja, ich werde kurz den Kopf bauen und euch dann zeigen, wie ich das gebaut habe. So, der Kopf ist fertig gebaut. Ihr seht, hier lasse ich gerne etwas Abstand zum Rand. Ich habe das jetzt etwa gleich hoch wie das innere Loch gebaut, nicht wie der äußere Rand. So hat man immer einen sehr guten Durchzug und hat immer noch mit diesen Noppen hier vom Lotus Kontakt mit dem Tabak. Und ja, ich werde den noch kurz vorheizen etwas, die Kohlen drauflegen und dann sehen wir uns auch schon wieder beim Fazit. So, dann komme ich auch schon wieder zum Fazit. Dry Sahara, ihr kennt es, ist absolut mein Ding, schmeckt mir sehr, sehr gut. Eiskaffee ist definitiv nicht für jedermann, muss man auch mögen, aber ich finde, es ist sehr lecker umgesetzt. Ich habe vorhin in der Pfeife hier noch Doppelapfel geraucht, der schimmert jetzt noch leicht durch und das ist auch sehr lecker. Ich glaube, ich habe auch schon mal eine Mischung gemacht, Dry Sahara und Doppelapfel. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, also die Süße vom Doppelapfel, die da noch dazu kommt, ist wirklich extrem schön und ja. Wie gesagt, ihr könnt es gerne mit Doppelapfel mischen, schmeckt sehr gut. Und auch in dem Setup hier mit dem Ocean 68 und dem Lotus läuft das 1A. Also gebt wieder eine Empfehlung raus. Ja, dann war es auch schon wieder für heute. Ich wünsche allen noch einen guten Rauch und wir sehen uns morgen wieder.